Ich habe gesehen, da steckt ein Drama drin. Da steckt ein Shakespeare drin, da steckt eine Liebesgeschichte drin, da steht ist ein großes Drama drin, da ist etwas drin, da ist ein Mensch, der hat eine Großartigkeit vollbracht und hat dafür mit seinem Leben bezahlen müssen. Aber diese Großartigkeit, die er hinterlassen hat, die nutzen wir heute noch. Die nützt uns heute noch. Es ist eine Biografie, die bis heute das Leben aller Greifswalder in irgendeiner Form prägt. Ohne Heinrich Rubenow wäre die Geschichte unserer Hansestadt anders geschrieben worden. Mit der Gründung der hiesigen Universität verbindet sich bis heute der Wirtschafts- und Kulturstandort Greifswald. Ein Stadtbild ohne Universität, undenkbar. Wie so häufig in der Geschichte ist es die Entscheidung eines Einzelnen, die Geschichtsschreiber für Jahre zu ihrer Feder greifen ließ. 2016 jährte sich die Gründung der Universität Greifswald zum 560. Mal. Mehr als Grund genug für das Stute, das Leben und Wirken Rubenows ins Theater zu bringen. Oder doch vielmehr woanders hin. Hörsaal? Das hier ist ein Theatersaal, was sonst? Wir haben hier Ränge, wir haben eine wunderbare Bühne hier. Wir haben die technischen Mittel, so viel Licht. Es hat sich einfach angeboten. Außerdem ist es auch ein fantastischer Auftakt für das neue Format des Stute. Theater im Hörsaal. Etwas, was wir weiter ausbauen wollen. Während wir der Probe lauschen, wird uns schnell bewusst, mit wie viel Hingabe und Liebe zum Detail die Protagonisten das Stück auf die Bühne bringen. Es wird korrigiert, verbessert und oftmals halt das Wort Energie durch den Raum. Es ist dieser Antrieb aller Beteiligten, der den Figuren Leben einhaucht und die inneren Konflikte und Überzeugungen für den Zuschauer lebendig werden lässt. Sag das nochmal. Du selbst hast gesagt, es sei Gebrauch in unseren Hansestädten, dass ein Vater nie mit seinem Sohn gemeinsam im Rat erlange Sitz und Stimme. Du weißt nicht, wovon du da redest? Nein, nein, weiß ich nicht! Woher soll ich das auch wissen? Stell mich unter Groß an deiner Hut und lass mich lernen, was ich bedarf. Das ist nicht der Weg, Raphael. Rubenow kämpft für das Recht und die Gerechtigkeit in dieser Stadt. Und was er über alles stellt und auch über seine eigene Familie, das ist die Durchsetzung des Gesetzes. Und dafür opfert er in diesem Stück seinen Sohn. Und auch das geht ihm nahe, aber er klammert sich daran fest, dass er das Richtige tut. Man könnte auch noch sagen, dass er trotz all dieser Widrigkeiten nicht in seiner Trauer stecken geblieben ist, sondern eben eine Universität gegründet hat. Ruhe. Hedwig Golpon ist die Regisseurin des Theaterstücks. Auf Grundlage von Heinrich Rubenow oder die Stiftung der Hochschule zu Greifswald von Theodor Pühl machte sie den Stoff bühnenfähig und fand Schauspieler in den Reihen der Greifswalder Studenten, die ihre Leidenschaft teilen. Ich habe Leute gefunden, die sagten, ja, wir machen mit, spielen mit, ich will dabei sein und ich will auch unbedingt so diese Rolle haben oder ich will diese Rolle haben. Und haben uns rangesetzt, naja, so 2,5 Monate, 3 Monate insgesamt, so mit der Grundidee, richtig, richtig geschuftet. Und ab und zu haben uns jemanden eingeladen, guckt doch mal zu, was wir da erfunden haben. Ist das was? Mag man das gucken? Ist das interessant? Und wir haben gehört, ja, das macht ihr gut, macht weiter. Es wird ein gutes Stück. Und es wird ein Stück in diesem Hörsaal. Das finde ich toll, ich wollte immer schon mal Theater machen hier, nicht nur unterrichten. Und nächste Woche spielen wir noch 2-mal. Und ich hoffe, der Saal wird voll. Ich hoffe das sehr. Für die musikalische Untermalung mit zeitgenössischen Instrumenten sorgt Peter Tenniff, der sich schon für die Begleitung des Sibylla-Schwarz-Stückes Sibylla Back in Town verantwortlich zeigte. Rubenow wird im Hörsaal Alte Frauenklinik in der Wollweberstraße noch einmal am 19. und 20. Januar aufgeführt, jeweils um 19 Uhr. Lassen auch Sie Heinrich Rubenow für sich wieder aufleben. Ein großer Mann, der am Ende alles verlor, uns aber ein wunderbares Erbe hinterließ, unsere Universität.